Sommernachtstraum am 16. Juli, was passiert? Sie sind fürs Feuerwerk zuständig. Ja, wir werden den kompletten Olympiapark bespielen. Das heißt, wie immer in den letzten Jahren den See, den Berg. Aber darüber hinaus zum 50-Jährigen werden wir den Fernsehturm inszenieren. Darüber hinaus aber auch noch das Olympiastadion. Und das ist eine neue Herausforderung für uns alle. Was wird denn so gezeigt? Ich sehe hier schon eine ganze Menge Sachen aufgebaut. Ja, das sind so Spezialeffekte. Die sind rückstandsfrei. Das heißt, die verglühen rückstandsfrei und wir haben auch keinen Müll. Wir können diese Kunststoffteile aufheben und wieder an den Hersteller zurückschicken und neu befüllen lassen. Das ist vielleicht auch eine neue Art des Feuerwerks, diese Nachhaltigkeit. Und was haben wir denn jetzt insgesamt da? Ich sehe hier Kugelbomben und ganze Abschießanlagen. Genau, hier sieht man den Aufbau einer Kugelbombe und hier sieht man die sogenannten Single Shots, also Einzelschuss, der separat mit einem Elektrozünder versehen wird und jede Zündung ist ein Schuss. Und das Ganze mal 11.000, dann weiß man ungefähr, was dahinter steckt. Seit wann bauen Sie auf oder bauen Sie schon auf? Seit gut 4 Wochen wird aufgebaut und die Planungen sind seit 6 Monaten. Was haben wir da für ein Riesending? Das sind die Großkaliber, also die Kugelbomben auf dem Olympiaberg. Dass wir auf 3 Ebenen arbeiten und da sieht man ungefähr mal die Rohre, bis wie weit die Rohre gehen, bis 125, 150 mm Kaliber und hier besteht schon also eine Höhe von 120, 130 Meter. Wie schaut es dieses Jahr aus mit der musikalischen Untermalung vom Feuerwerk? Man kann es nicht sagen, das untermalt ist, wir sind synchron, also das ist nochmal der Unterschied, wir machen ein Synchronfeuerwerk und das ist die große, hohe Kunst, das Zusammenspiel mit den Effekten, mit der Musik, Emotionen zu wecken. Und das Ziel ist es ja, Emotionen zu wecken, die Leute auf eine Reise abzuholen, 30 Minuten einfach an nichts denken, einfach Emotionen zu haben.